Es war ein ganz normaler, ruhiger Oktobertag, als ich zu Hause saß und strickte. Ich hatte Lust auf ein billiges Voice-Over-Video zum Thema Halloween. Zum Glück fiel mir eine alte Gruselgeschichte aus meiner Kindheit ein, die ich als etwas vollkommen Neuartiges verkaufen wollte. Ein verwöhnter Junge namens Tim wünschte sich einen Hund zu Weihnachten und bekam ihn auch. Allerdings unter der Bedingung, dass er sich alleine um ihn kümmert. Tim versprach, immer gut auf seinen Hund aufzupassen und ihn ewig zu lieben. Also bekam er einen schwarzen Welpen. Anfangs verbrachte Tim viel Zeit mit seinem Hund Sparky. Doch ein paar Jahre später wollte Tim Sparky loswerden. Zusammen mit ein paar Freunden ging er spazieren und erzählte ihnen, wie viel Arbeit es sei, sich um einen Hund zu kümmern. Aber vor allem nervte es ihn, wie anhänglich Sparky sei. Tim beschloss also, seinen Eltern zu erzählen, er habe Sparky verkauft. Doch in Wahrheit hatte Tim keine Lust, nach einem Käufer zu suchen. Tim wollte Sparky gerade aussetzen, als seine Freundin Sophie sagte, aber das ist doch die alte Industrieanlage. Da wurden früher die Abwasser in den Fluss geleitet und seither ist die Gegend hier stark verschmutzt. Tim antwortete, na und? Deshalb wäre es besser, ihn ein Stück weiter vorne auszusetzen und nicht direkt hier. Sonst könnte er vielleicht irgendwelche giftigen Substanzen essen und... Ach, Schwachsinn, antwortete Tim und band Sparky an einer Straßenlaterne fest. Auf dem Bildmaterial seht ihr die Straßenlaterne, wie sie ein paar Tage später aussah. Verlassen. Deshalb nahm Tim an, dass jemand Sparky gesehen und mit nach Hause genommen hatte. 4 Jahre später wollte Tim nachts einen romantischen Spaziergang mit seiner ersten Freundin machen. Der Mond schien und viele Liebespaare waren unterwegs. Tim hatte eine Decke und ein paar Kerzen mitgebracht und sie suchten sich ein hübsches Plätzchen, damit sie sich zusammen die Sterne ansehen könnten. Seine Freundin schrie, oh mein Gott, wir müssen springen! Tim antwortete, nein... Und sie sagte, oh, stimmt. Von Weitem hörten sie merkwürdige Geräusche. Zuerst ein leises Zappen, dann einen spitzen Aufschrei, als hätte sich jemand zu Tode erschreckt, und schließlich das schrecklichste Geräusch, das so klang, als würde jemand rohes Fleisch zerreißen. Hey, seht mal, der maskierte Hater mit Titten! Entschuldigung, ich wollte an dieser Stelle einfach die ganze Geschichte ein bisschen auflockern und dachte mir, ich sag jetzt sowas dazwischen und so unter... Okay, ich bin nicht witzig, ich sehe es ja schon ein. Tim wollte nicht zugeben, dass auch er Angst hatte und sagte deshalb, dafür gibt es sicher eine logische Erklärung. Mach dir keine Sorgen. 10 Minuten später hörten sie wieder etwas, diesmal näher. Zuerst ein leises Tappen, dann einen Schrei und schließlich wieder das schmatzende Geräusch von zerreißendem Fleisch. So sehr Tim auch nachdachte, es fiel ihm keine logische Erklärung dafür ein. Und deshalb schlug er seiner Freundin vor, lass uns abhauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Also packten sie ihre Sachen schnell zusammen und wollten gerade aufbrechen, als sie plötzlich hinter sich ein leises Tappen hörten. Tim schrie und drehte sich um. Er sah einen großen schwarzen Hund, der auf ihn zukam. Es war Sparky, doch er hatte sich gewaltig verändert. Abgesehen davon, dass er doppelt so groß war, war sein ganzer Körper übersät von seltsamen Mutationen, die an Beulen erinnerten. Tim sagte, ganz ruhig, Sparky, ich bin's. Und für einen kurzen Moment sah Sparky so aus, als würde er sich erinnern und als hätte er wieder Lust, wie früher mit Tim zu spielen. Dann zerfleischte er ihn. Zum Glück glaube ich nicht an solche Geschichten. Und band Sparky an einer Straßenlaterne. Straßenlaterne, genau.